Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Ausgabe vom PC-Tipp Tech Talk. Ich bin der Flo und ich bin wieder da mit dem Dani. Hoi, hallo Dani. Hallo Flo, grüß hallo. Dich. Dani, wir reden heute über ein Thema, wo die junge Generation manchmal ein bisschen sagt, ist ein bisschen outdated, braucht es nicht mehr, aber hin und wieder braucht es eben trotzdem. Es geht um Drucker. Ja, genau Flo, Drucker. Ich meine, in Zeiten von der Pandemie und dem Ganzen, Zeug, hat es natürlich auch ein bisschen an Gewicht wieder gewonnen, sage ich mal, ne? Weil es wird viel im Homeoffice gedruckt, von daheim aus. Und da braucht man natürlich für das ein oder andere Einsatzgebiet oder Einsatzzweck halt den richtigen Druckerfloh, ne? Ja, das ist so. Vorher hat man, wenn man wenig gedruckt hat, auch ja mal privat vielleicht im Geschäft oder in der Schule. Wie ist es bei euch gewesen? Schreibt es einen Kommentar. Habt ihr daheim noch einen Drucker gehabt? Oder habt ihr noch einen? Oder habt ihr einfach in der Schule eures privaten Zeug oder im Geschäft mal ungerade? So, schreibt es drunter. Ja. Genau. Dani, genau. Es ist ja so, berühmt sind eigentlich die Tintenstrahldrucker, die jetzt auch wieder das Revival haben. Jawohl, jawohl. Und eine Zeit lang hat es geheißen, Laser ist der Thing und jetzt, wo stehen wir? Ja, die Welt kann sich wahrscheinlich einfach nicht entscheiden, was jetzt die bessere Wahl ist. Aber prinzipiell gibt es natürlich, Flo, Unterschiede zwischen den Drucktechnologien Laser und Tinte. Ne? Ich sage jetzt mal, das eine Laser druckt halt mit Pulver, ja, mehr oder weniger, und das andere druckt halt mit Flüssigkeit, ja, mit Tinte. Aber da gibt es natürlich noch andere Geschichten. Wenn ich das mal ganz grob umreißen kann, dann gibt es Unterschiede beim Tempo, gibt es Unterschiede bei der Geräuschentwicklung. Jeder, der mal so einen Laserdrucker gehört hat, so einen großen, der weiß, dass er vielleicht nicht gerade neben dem Arbeitsplatz steht, sondern eher vielleicht in der Nische irgendwo sich wohlfühlt und auch die anderen Menschen da eben auch in Ruhe lässt dadurch. Dann ist natürlich die gesamte Geruch- und Feinstaubproblematik immer wieder ein Thema, oder? Das heißt, wenn man atmet, es ist im gleichen Raum, man atmet ein, aus, und wenn der Toner wird erst erwärmt, ne, für den Druck, und dann diffundieren ganz feine Nanopartikel halt in der Luft, ne? Und wenn man da, sage ich jetzt mal, 8 oder 10 Stunden halt arbeitet, nebendran steht der Laserdrucker, Tür ist natürlich zu, Fenster ist auch zu, dann gibt man auch in der gesamten Luft keine Chance, sich mal so ein bisschen umzuwälzen, rauszugehen, frische Luft reinzuziehen. Und die berühmte Aerosol. Ja, und das ist natürlich dann, kann natürlich schon eine Gefahr sein. Es ist nicht vielleicht von einem Tag oder zwei Tagen, aber man spricht jetzt mal vielleicht von einem Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, oder? Mhm. Eben je nachdem, wie lange halt der Drucker im Einsatz ist, oder? Da muss man dann schon schauen, genau. Ne? Dann ist natürlich auch die Kompaktheit unterschiedlich. Ja? Es gibt Drucker, die drucken halt nur, und dann gibt es aber Multifunktionsgeräte, und darüber sprechen wir heute. Die haben halt nicht nur eine Druckengine, sondern die haben auch noch eine Kopierengine und eine Scan-Engine. Ne? Also praktisch, ich kann was digitalisieren und dann kopieren. Ne? Und die ganz tollen Geräte haben dann noch eine Faxeinheit, da kannst du auch noch faxen natürlich. Ne? Also da gibt es schon relativ große Unterschiede. Da gehen wir vielleicht dann später nochmal ins Detail drauf ein. Okay. Und wenn ich jetzt so als 0815-User, sagen wir mal, ich bin ein bisschen im Homeoffice oder gewisse studieren vielleicht noch und wollen sich jetzt halt einfach mal einen Drucker kaufen, für sich privat. Jawohl. Was für Hersteller sind eigentlich überhaupt noch? Was gibt es da? Da hat es ja auch Umwälzige Geheimnisse. Ja, da hat sich auch ein bisschen ausgedünnt, aber es gibt so, kann man sagen, 4 große Hersteller, die den Markt unter sich aufteilen. Wenn man es alphabetisch jetzt mal macht, Flo, dann ist es, fangen wir an mit Brother, dann mit Canon, dann HP und dann Epson. Also Epson, HP. Interessant ist, ne, Brother und Canon sind und Epson sind japanische Firmen und HP amerikanische Firma. Okay. Ja. Okay. Und die 4 Hersteller, die bieten eben je nach Budget, sage ich mal, verschiedene Druckermodelle an. Ja? Das geht ein Einsteigermodell, Mittelklasse und High-End-Modell los. Ja. Mhm. Und wie unterscheiden sich die verschiedenen Preisklassen? Also, ja. Genau. Was sind so Merkmale von so einem Mid-Range-Anfänger? Ja, da kommen wir eigentlich direkt mal so auf eine Kaufberatung, kommen mitten ins Herz von der Kaufberatung. Also wie ich die halt teste, das ist das Tempo, dann ist es also Tempo, wie schnell drucke ich, wie schnell ist die erste Seite draußen, ne, auf so einem Druckwerk von einem Tintenstrahldrucker. Dann teste ich praktisch 10
10 Seiten und dann Kopien und per ADF. Also das ist mal so diese Tempoeinheit, sage ich mal, wo ganz wichtig ist. Die Druckqualität ist natürlich ganz wichtig, ne? Also wahrscheinlich das Wichtigste, ne? Also Fotodruck, Grafikdruck, Textdruck, gibt es verschiedene Unterschiede. Ne? Dann natürlich die Ausstattung, was wird so ein Gerät geliefert, also was man halt so sieht, Papiervorrat und so weiter. Und dann natürlich noch die Ergonomie. Ne? Und das ist auch noch eine richtig spannende Geschichte, ne? Wenn man mal so überlegt, im Vergleich zum Laserdruckerfloh. Ne? Der Laserdrucker, wenn der druckt, erwärmt er halt. Und da bist du so bei, je nach dem Modell, zwischen 400 bis 1000 und mehr Watt pro Druck. Oha, ja. Ja, pro Druck. Und so ein Tintenstrahldrucker, ja, der braucht vielleicht 10 bis 15 Watt beim Druck. Ja, also das heißt, ist sehr viel energieeffizienter, wenn man so etwas, ja. Genau, also da ist ein Faktor 100 dazwischen. Das ist unglaublich viel, wenn man es mal so rechnet. Ne? Das, wie gesagt, das mag jetzt beim Einzeldruck oder Zehndruck nicht so sehr ins Gewicht fallen. Aber auch da wieder, wenn das Gerät, man rechnet, sage ich mal, so im Schnitt 6-8 Stunden Arbeitstag, oder? Das ist über 4 Jahre und da kann man schon rechnen. Ja? Mhm. Bei 240 Arbeitstagen so im Jahr ungefähr, da kann man schon rechnen. Da bist du dann bei Kosten, Energiekosten, ja, von über 100 Franken oder 200 Franken, so zwischen 100 und 200 Franken, je nachdem halt, wie er benutzt wird, oder? Klar. Also da macht's dann schon ganz schön was aus. Ne? Aber das ist grundsätzlich in dem Fall schon so, dass wenn der Drucker so gelegentlich gebraucht wird und ein bisschen seltener, dass eigentlich ein Laserdrucker prinzipiell gar keine so schlechte Idee wäre. Es ist zwar energieineffizienter, aber... Und es kommt immer darauf an, was du damit machst. Was druckst du? Fotos wird schwierig, sag ich mal. Klar, oder? Ja. Brauchst du schnelle Kopien? Brauchst du schnellen Druck? Ist er nicht schlecht. Ja? Hast du Auslauf für den Drucker, ne? Dass er nicht gerade neben dir steht im Arbeitsplatz? Ist es auch gut. Ne? Mhm. Also schwer wird es dann, wenn es ein kleines Arbeitszimmer ist und es ist sowieso schon richtig vollgemüllt mit allem. Oder? Und dann ist auch noch der Drucker da drin und der dampft vor sich hin und dann fährt er dann hoch und... Ja, muss man überlegen, genau, ob das die sinnvolle Wahl ist dann. Voll. Aber es gibt ja eben auch die berühmt-berüchtigte Mythos vom Ausdrücken von der Tintenpatrone. Ja, auch da gibt es interessante Geschichten. Ne? Also früher war das tatsächlich, und bei Billigdruckern, sage ich mal, ist es auch noch sowas wie eine Achillesferse, ne? Ganz klar. Aber mittlerweile haben die Geräte, auch HP zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, ne? Die haben Mechanismen, Die merken ganz klar, wenn der Druck nicht innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, Stunde, keine Ahnung, ja, aufgenommen wird wieder, dann fahren die zurück in so ihren Behälter zurück, ne, in so ein Sicherheitsschloss. Ne, und da ist dann alles dann luftdicht abgeschlossen und da passiert dann der Tinte nichts. Ah, super, ne? Also da gibt es Mechanismen, die greifen. Nicht bei allen, aber da gibt es Mechanismen. Ja? Aber klar, das ist natürlich schon ein gewisser Schwachpunkt, muss man schon sagen. Ne? Mhm. Ich sehe das, ja. Und gibt es da auch Unterschied bei der Tinte selber? Das ist sehr interessant, genau, Unterschied. Also man kann sagen, natürlich bei der Tinte, was ist das Wichtige? Es ist, der Textdruck muss gestochen scharf sein, wie auf dem Laserniveau, oder? Ja, aber der farbige Druck, da wird man gerne halt auf ein Foto, auf ein Bild zurückgreifen wollen. Und da brauchst du Kontrast, da brauchst du Details, da brauchst du wunderbar sanfte, smarte Übergänge, die wirklich wirklich wunderbar halt wie im Fotostudio Foto halt herkommen. Und da gibt es eigentlich jetzt mal, also prinzipiell, es gibt verschiedene Sachen erstmal da zu berücksichtigen, aber wichtig ist mal die Art der Tinte, der Typ der Tinte. Da gibt es Pigmenttinte und da gibt es eben Dye-Tinte oder farbstoffbasierte Tinte. Ne? Und das ist im Prinzip, kannst du sagen, es gibt eine Faustregel, oder? Du nimmst pigmentierte Tinte für Textdruck, für Grafikdruck, auf Farbgrafikdruck, überall dort, wo Genauigkeit, Präzision vonnöten ist. Ja? Da ist diese pigmentierte Tinte wirklich sehr gut, oder? Sehr gut. Und für alles, was auf Bild geht, auf Foto geht, auf dieses, ich sage jetzt mal eher so Richtung natürliche Bilder und so, ja, Kontrast, satte Farben, satte kräftige Farben, da nimmt man dann die farbstoffbasierte und DYE geschrieben Tinte, ne, die sich da dadurch eben auszeichnen, dass sie einfach kräftige Farben aufs Blatt Papier bringt, oder? Und die zweite Faustregel bei dieser ganzen Druckqualität und Tinte-Geschichte ist, es gibt verschiedene Drucker, die über angefangen zwei Tinten
haben, dann drei Tinten, vier, fünf oder sechs Tinten, einzelne Tinten. Ja? Und da ist die Faustregel, je mehr Tinten du zur Verfügung hast, ist eigentlich ganz einfach, desto besser wird wahrscheinlich, mit größter Wahrscheinlichkeit auch das Druckergebnis sein, wenn es um Fotos geht, wenn es um Farbdruck geht, wenn es um Details geht, wenn es um ganz, also ganz feine Übergänge, gell? Dann Details hervorgehoben werden, dann hat man mit, je mehr Tinte benutzt werden für den Druck, desto besser ist das Druckbild. Und da kann man sich dann auch beraten lassen im Jahr. Selbstverständlich. Genau. Ja. Jetzt ist es so, dass es ja sehr, sehr preiswerte Geräte gibt und Mittelklasse und so. Und worin unterscheiden sich die so ein bisschen deiner Erfahrung nach? Also was ist so ein typisches Merkmal, wo man jetzt zum Beispiel eher bei den höher- oder mittelpreisigen Geräten findet und bei den Einsteigergeräten nicht? Oder was ist da wichtig? Also früher war das so, dass schon die Ausstattung ein Stück weit entschieden hat, wie teuer das Gerät ist. Aber das ist schon ein bisschen her. Mittlerweile ist es der Verbrauch von den Tintendruckern. Das heißt, es gibt eine Faustformel auch hier wieder, dass man sagt, je günstiger das Gerät ist, desto teurer sind die Verbrauchs-, die Nachfolgekosten, desto teurer ist die Tinte, die man nachkaufen muss. Ja? Also ich kaufe ein Gerät für 70 Stutz, aber habe dann einen Seitenpreis von 13, 14, 15 Rappen pro A4 Farbfoto oder pro 8, oder 8 Rappen pro Textdruck, da schwarz-weißer Textdruck. Das ist natürlich schon happig, muss man ganz klar sagen. Ne? Und je teurer das Gerät in seiner Anschaffung ist, desto günstiger ist es wiederum im Druck. Ja, da gibt es ja ganz bekannt, sage ich jetzt mal, diese Geräte zum selber auffüllen von verschiedenen Herstellern. Eco-Tank von Epson oder den Smart-Tank von HP oder den Megatank von Canon. Und da füllst du Patronen, das sind wirklich so Patronen, kann ich mal nachher zeigen auch, die füllst du einfach mit einer Flasche auf, machst sie wieder voll, diese Patronen, ja, wenn der gedruckt ist. Und die liegen dann bei Seitenpreise von 0,3 Rappen pro Schwarz-Weiß-Foto und vielleicht 0,5 Rappen pro Farbfoto, ja, aber haben wir eine sehr gute Qualität, ja. Das heißt, muss man sich dann halt überlegen, ja, wird viel gedruckt, habe ich viel Fotos, kann ich vielleicht von einem günstigen Seitenpreis profitieren, zahle ich vielleicht 200-300 Stutz mehr am Gerät. Ja? Aber ich meine, nach einem Jahr hat sich das amortisiert, ne? Da müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, ne? Je nachdem intensiv, oder? Okay, Flo, ich möchte noch mal ganz kurz eben zur Ausstattung zurückkommen. Ja. Die Frage ist natürlich, was sollte so ein Gerät eigentlich, egal ob es, was sollte es eigentlich mitbringen, unabhängig vom Preis? Ganz klare, einfache Frage, das, was es, wozu es gebraucht wird. Ja, logisch. Also, und das schon ist, mehr als nur der Druck. Aber. Genau, da gibt es zum Beispiel einen Papiervorratsbehälter, der ist jetzt wie bei dem hier da vorne, ne? Da passen dann so, sollten mindestens 150, besser 200, 250 Blatt Papier reinpassen. Oft gibt es auch Geräte wie Brother-Geräte, die aufs Business optimiert sind, mit zwei Papierschächten, die haben dann 400 Seiten Papiervorrat. Dann gibt es eben Geräte, die haben so einen Hinterlader, ne? Da füllt man das Papier dann hinten rein, eben noch, ne? Läuft dann durch die Engine. Dann natürlich ganz wichtig ist so eine ADF, so eine Dokumentenzuführung, die hat in der Regel so zwischen 20 bis 30, 40, 50 Blatt bei den hochwertigen Modellen. Ne? Da wird dann praktisch, können Kopien erstellt werden, indem hier die werden eingezogen. Hier sieht man auch immer übrigens gut kodiert, wie rum man die hinlegen muss, ob man den Text nach oben oder nach unten legt. Die werden eingezogen und dann werden sie kopiert, gehen durch das Druckwerk und werden dann hier in der Regel ausgegeben. Das ist, da ist eigentlich so, sind solche Multifunktionsgeräte relativ ähnlich aufgebaut. Dann gibt es natürlich die Scan-Einheit, das ist ganz wichtig. Hier wird eben auf dem Vorlagenglas das Dokument hingelegt, zugemacht und dann hier wird gescannt und dann hat man das Papier digitalisiert, entweder im Ordner, im Netzwerkordner oder lokal. Das kann man da eigentlich alles einstellen. Dann natürlich der Duplex-Druck. Duplex-Druckeinheit, also beidseitiger Druck heißt es, genau. Ja. Dass man sagt, ich habe ein Papier, also ich habe einen Text und zwei Seiten, möchte auf einer Seite, das geht dann meist über den PC, sage ich jetzt mal, oder? Und dann wird es halt praktisch ausgegeben. Dann gibt es natürlich noch die Eigenheit, dass die auch vor allem hochwertige Drucker über sogenannte DDADF-Einheiten verfügen. Die können das in einem Rutsch einziehen, digitalisieren und haben eine Scanner-Einheit oben und unten. Ja? Muss man sich vorstellen wie so ein Burger.
Genau. Dann wird das Papier durchgezogen und das spart natürlich enorm Zeit, muss man sagen. Ne? Das heißt, ein Papier wird nur einmal durchgezogen durch die Engine, ne? Und nicht gewendet irgendwie intern durch so Tricksereien. Ja? Da zahlt man natürlich, das ist so ein Ausstellungsmerkmal, wo ich sage, da zahlt man noch kräftig dafür. Aber ist natürlich von enormem Nutzen, wenn man oft beidseitige Dokumente verarbeiten möchte, digitalisieren möchte, kopieren möchte, ist es natürlich eine wunderbare Geschichte, oder? Sehr wichtig ist ja auch eine jüngere Entwicklung. Viele, gerade jüngere Leute, sind ja gar nicht gross unbedingt mit einem PC unterwegs, wo vielleicht physisch an so einen Drucker angeschlossen ist. Druck über Smartphone, Druck über das Tablet ist heute eigentlich kein Thema mehr zum Bewerkstelligen, oder? Nein, da muss man sagen, da haben die Hersteller eigentlich ihre Hausaufgabe gemacht, ganz klar. Hier sieht man vielleicht ganz gut, HP treibt es dann wirklich hier auf die Spitze mit dem Touchscreen, wo man erstmal, also das, die Bedienung an sich, ne, wo man sagt, okay, ich habe das Gerät komplett losgelöst vom PC, mache hier meine Drucks, lege das Papier ein und zack und fertig, ne, dann wird es ausgedruckt. Großes Thema, hast du gesagt, das sind natürlich Smartphones, Apps, Tablets und da kocht natürlich auch jeder der vier großen Hersteller das eigene Süpple mit einer Android und einer iOS-App, oder? Ja. Und die gibt es natürlich kostenlos zum Download in den jeweiligen Shops von den Apps-Hersteller. Und die funktionieren eigentlich sehr gut, muss man sagen. Also man kann mittlerweile, wenn man ein Foto macht, wenn man es drauf anlegt, ein Foto macht mit dem Smartphone, mehrere Fotos macht, hier Zugriff, hat man sofort Zugriff auf das MFG, auf das Multifunktionsgerät, kannst wählen die Papiersorte aus, wählen die Druckqualität aus, kannst auch beidseitig drucken von mir aus, wenn das Papier stimmt oder wenn die Vorlage stimmt. Dort mit Vorteil, aber natürlich logischerweise im gleichen WLAN. Genau, man kann auch zum Beispiel, oder man kann auch, es ist längst nicht mehr Fotos PDF. Man kann ein PDF runterladen von der Seite, lädt es dann rein in die Schablone von dem App-Hersteller und druckt es dann, ja, und es geht ratzfatz. Also das ist, also da muss man sagen, dass eben durch diese Entwicklung vom Smartphone, oder, dass da beherrschen die bieten da wirklich alles an, oder, da auch Netzwerk, Scans und alles mögliche, Bedienung von auswärts und also wirklich tolle Geschichten, das muss man auch sagen. Ja. Das gibt es gratis und das ist schon echt ein Mehrwert, das muss man sagen. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, wo man heute gar nicht unbedingt darauf verzichten möchte. Ja. Dann natürlich, was eigentlich auch noch wichtig ist, wenn du das so kannst quantifizieren und eine Zahl nennen. Wenn ich jetzt ein Privatuser bin und ich möchte einfach einen Drucker haben, so gelegentlich. Ah, ja. Was soll man ausgeben? Was für einen Betrag? Was? Okay, also für gelegentlichen Druck sage ich jetzt einmal, und also da bist du, sage ich mal, bei 100 Stutz plus minus schon ganz gut dabei. Ich habe jetzt einen Test im Fünferheft von Canon. Das kommt Ende April, gell? Genau. Letzte Aprilwoche. Genau, ein TR 4650, der ist so ein halbes Jahr alt, sage ich mal. Der druckt nur mit zwei Patronen, wie der übrigens auch hier. Da kann ich vielleicht mal ganz kurz zeigen, wie das ausschaut. Ist tatsächlich zwei Patronen und aber eine volle Farbbereich hier. Ich hole die jetzt mal raus. Und es ist wirklich tatsächlich so, dass Hersteller wie, ich halte es mal hier rein, Hersteller wie HP oder Canon, die haben natürlich auch Drucker im Portfolio, wo praktisch nur mit zwei Patronen drucken. Eine schwarze, wo nur schwarz drin ist, und aber auch genau, und eine mit so einer Tricolor wie Cyan, Magenta und genau, Gelb. Cyan, Magenta und Gelb, oder? Okay. Und die können dann tatsächlich praktisch mit einer Patrone komplett farbig drucken. Und der Clou ist natürlich auch, je nachdem, ob es auch unterstützt wird, HP unterstützt, das weiß ich jetzt, wenn dann mal eine schwarze Patrone alle ist, dann kann man auch natürlich aus den dreien schwarz gewinnen, ne? Durch die Farbmischung. Ne? Ja. Und das tut den auch noch, oder? Das tut natürlich. Trotz allem muss man natürlich schon sagen, dass, wenn wir jetzt gerade dabei sind, dass so zwei Farbsysteme schon auch gewisse Nachteile immer noch haben. Wenn zum Beispiel jetzt, ich drücke viel Gelb, dann ist Gelb leer, muss ich die ganze Patrone wechseln. Das ist schon immer noch so. Hä? Dann ist es natürlich schon so ein bisschen ärgerlich. Ne? Das treibt natürlich den Preis noch mehr in die Höhe, den Verbrauchspreis. Ne? Und spätestens beim dritten, vierten Mal, wenn sowas passiert, ich habe doch nur ganz wenig gedruckt. Und also schon noch immer von Vorteil, wenn man die Farben auch einzeln kann. Ja, kann man schon, also genau, ist schon ein bisschen ein Vorteil davon. Mhm. Genau. Dass, also auf deine Frage zurück, bei 100 Stutz, sage ich mal, bist du gut dabei, oder? Okay, da kriegst du auch Geräte, die haben eben, wenn du guckst, eine ADF,
ein ADF, ein Duplexdruck, Papiervorrat von vielleicht 150 bis 200 Blatt Papier, ein Scanner, oder? Einen vernünftigen, ja, so ein CIS-Scanner, so ein Compact Image Scanner, wo eigentlich ganz gut, also relativ preiswert, sage ich jetzt mal vom Verbauen her, und solange alles plan auf dem Vorlagenglas liegt, ganz gute Ergebnisse liefert. Oder so ein Touchscreen ist vielleicht auch noch schon dabei, da bist du vielleicht dann schon bei 150 oder so, ne? So Goodies wie farbige Touchscreen, sag ich mal, mehr Papiervorrat, vielleicht eine größere ADF oder so, das gibt es dann eher so in der Mittelklasse, sag ich mal, und da bist du dann so ab 150 bis 300, oberer Bereich. Mhm. Ne? Und bei 300 fangen dann schon die Top-Modelle an, sag ich mal. Ja. Ja. Und wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, nicht vergessen, je teurer, kann man schon sagen, ist desto günstiger ist der Unterhalt von dem Gerät. Ne? Mhm, absolut, also das sehe ich. Ne? Ja, dann habe ich eigentlich noch so eine Abschlussfrage, eigentlich zwei Abschlussfragen, ja. Und zwar betreffend Tinte. Das eine ist, es gibt ja mittlerweile die Tinte-Services von den Herstellern. Was kannst du uns da dazu sagen? Ja, da ist ganz klar, also finde ich jetzt federführend, in der Schweiz muss man schon den Instant Ink, das ist die Flatrate, oder, von HP, hier benutzt auch dieser Drucker. Und da macht es wiederum Sinn, natürlich. Ne? Also erstmal ganz wichtig, dass man mit so einer Dreierpatrone druckt, muss nicht in schlechteren Druckergebnissen, Farbdruckergebnissen münden. Ganz im Gegenteil, ja. Das hängt einfach von der Farbzusammensetzung, von der Farbqualität, von der Auflösung, die der Drucker bietet, ab. Ja? Mhm. Also, ne, und natürlich auch in gewisser Weise dann von der Anzahl der Patronen. Aber erstmal muss man sagen, drei farbige Patronen plus Schwarz reicht für einen anständigen, für einen sogar einen gut anständigen Farbdruck, Farbfoto. Ne? Aber nochmal zurück zur Instant Ink. Ja? Das ist wirklich ein Flatrate-Service. Das macht immer dann Sinn, sage ich mal, wenn du ganz genau weißt, was du pro Monat druckst, wie viel und in welcher Qualität. Also da ist es so gestaffelt, kann man sagen, oder? Das fängt gleich bei 1,50 an, bei 1,50 und geht dann halt ein bisschen höher. Mhm. So. Abhängig von der Anzahl der Drucks praktisch, kostet es halt, oder? Da hast du, sagen wir mal, 50 Drucks oder 200 Drucks pro Monat zur Verfügung. Und dann kannst du diese Flatrate ausschöpfen. Du kannst natürlich auch drüber gehen, dann zahlst du halt wieder ein bisschen mehr. Das Coole ist bei dem Service, das Ding hat halt einen direkten Draht zu HP, ist die Patrone leer, wird schon vorher eine automatische Nachbestellung angestoßen. Mhm. Und du bekommst, ich habe es auch schon probiert, wirklich die Geräte, du kriegst die Patrone rechtzeitig, dass du keine Leerlaufzeiten hast, oder? Genau. Das ist schon cool. Das ist cool. Dann bist du aber natürlich auch gebunden. Stichwort Patronen von Drittanbietern. Genau. Patronen von Drittanbietern, das ist natürlich es gibt natürlich so schlaraffenlandmäßig ist es nicht nur schlaraffenlandmäßig. Zum Beispiel, nur mal so, wenn du kannst sagen, wenn du das Gerät installierst und dich registrierst, dann hast du 6 Monate, also kannst du auf eine gratis Instant Ink Flatrate zurückgreifen. Danach bist du aber, kannst du sagen, ich will keine Instant Ink mehr, ist es doch nicht, aber dann bist du praktisch gelockt auf die HP-Patronen. Da kommst du dann nicht mehr raus. Ne? Der Drucker funktioniert. Ja, technisch. Nur, genau, ja. Der Drucker wird dann nur noch mit HP-Patronen funktionieren. Ja? Das ist natürlich dann schon schwierig, gerade mit dieser Problematik. Ne? Also da muss man sagen. Aber noch einen anderen Service gibt es. Das wollte ich noch sagen. Und zwar, was ich vorhin schon angedeutet habe, es gibt eben Drucker, Multifunktionsgeräte, oder Tintendrucker eben, bei dem man wirklich selbst Hand anlegt und die Patrone auffüllt, ja. Und zwar mit wirklicher Flasche, so Flasche, schwarz, rot, gelb, Magenta. Die sind dann so 70 Milliliter oder so groß, oder? So farbkodiert, da macht man dann da vorne auf und da gibt es so einen Ventilmechanismus, stülpt sie drüber, setzt sie drauf, die passt nur, sind also narrensicher und dann wupp, lässt man das flüssige Gold reinlaufen und es ist eigentlich immer so, dass es, also es, irgendwann, wenn es dann voll ist, hört man es auch auf, fließt halt nicht mehr oder meist sind halt die Flaschen genau für eine Füllung ausreichend. Oder eigentlich mittlerweile eine saubere Sache. Wie gesagt, das hat HP, eben den Smartdrucker, Epson mit den Eco-Tanks und den Megatanks von den Canon. Das sind die drei großen Hersteller, wo sowas haben. Und bei Brother ist es ein bisschen anders. Also reden wir dann über Druckkosten von 0, maximal 0,5, 0,6 Rappen pro Farbkopie als Maximum, ja, also mega günstig. Also man kann fast so sagen, Faktor 10, Faktor 15 günstiger. Das ist schon für viel Drucker. Starke Geschichte, oder? Und Brother macht es ein bisschen anders. Die haben halt ihre Super XXL-Patronen, ja, und da kannst du dann auch für 6.000 Drucks
die Patronen kaufen, dann bist du halt auch nicht ganz, aber in dem Bereich halt, sag ich jetzt mal, ein bisschen ein anderer Weg, dann machst du dir überhaupt nicht schmutzig, machst dann noch rein raus und fertig, oder? Genau, ja. Aber ohne Bindig. Ja. Aber auch da wieder, wie gehabt, die Geräte sind dann halt oft halt schon eher so Richtung die Einsteigergeräte von diesen Günstigdrucker liegen dann vielleicht bei 200, 250 und gehen dann aber hoch bis 400, je nachdem, was du da alles an Ausstattung und Zeugs halt hast. Ja gut, also da hat eine richtige Evolution stattgefunden in dem Druckerbereich. Null. Dani, noch irgendwelche letzten Worte? Ich bin an Fragen ausgeschossen. Ich glaube, ich bin jetzt informiert. Vielleicht, was du vorhin noch gesagt hast, ja, mit der Tinte von Drittanbietern. Das ja. Da kommen auch sehr oft Fragen von uns. Wie gut ist sie denn? Oft diese Drittanbieter, also ich weiß nicht, also ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, so Peach zum Beispiel oder so, ja. Oder auch Unbekannte, wo man kaufen kann oder so im Laden. Wo aber kompatibel sind zu den Geräten, zu verschiedenen, oder? Ob die es verheben von der Qualität her. Und es ist schwierig natürlich. Ich meine, man mischt halt und man kennt halt oft die Zusammensetzung nicht. Solange es gut geht, geht es gut, oder? Aber ja, wenn es natürlich, wenn man merkt, sie verkleben halt dann doch die Düsen dadurch, ne? Und man muss öfters reinigen und dann ist es doch nicht so ergiebig. Es ist schwierig. Aber es dann merkt man es auch und kommt. Ja, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, kann man schon sagen. Also solange es gut geht, geht es gut. Ja? Prinzipiell, wenn man immer aufs Gerät achtet, kann man ja mal probieren. Wenn man halt unzufrieden ist, sollte man halt wieder wechseln. Genau. Ja? Also Garantie dafür gibt es natürlich keine. Oft das ist es halt so, dass einem nichts geschenkt wird, oder? Genau. Ja? Okay. Gut, Dani, ich danke dir herzlich für deine Ausführungen zum Thema Drucker. Ich hoffe, ihr habt das interessant gefunden. Wenn ja, habt ihr so in der Mitte umeinander unseren Abo-Button. Klickt doch drauf, mit oder ohne Glocke, das ist euch überlassen. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen rauf, weil dann sehen das Video noch viele andere Leute. Vielen Dank YouTube-Algorithmus. Und links und rechts hat es auch noch andere Videos von unserem Channel von pct.ch. Viel Spaß, tschüss zusammen. Tschüss.